welche Bücher im April alle so auf uns zurollen, und es sind mal wieder eine Menge. Erfährt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute geht es um die Neuerscheinungen für den April 2022. Um die ganzen tollen, interessanten, schönen neuen Bücher, die auf uns die nächsten Wochen im April so zukommen. Und es reißt einfach nicht ab. Es reißt nicht ab, dass ein tolles, interessantes 5-Sterne-Vorhersagenbuch nach dem anderen erscheint. Im Februar war es so, im März war es extrem so und jetzt im April geht es eigentlich so weiter, muss ich sagen. Also es kommt wirklich ganz viel Interessantes raus, sowohl im Fantasy-Jugendbuch als auch im New Adult Romance-Genre. Alles querfeld gemischt, alles interessante Bücher. Es kommen gar nicht so viele Fortsetzungen raus, aber sehr viel Reinstarts und neue Bücher. Und ja, es ist, glaube ich, für jeden wieder mal sehr viel dabei. Und weil es wieder mal so viele Bücher sind, es sind wieder über 20, starte ich gleich los, ohne lang drum herum zu reden. Wie immer zeige ich euch die Bücher nicht nach Genre, Verlag oder Autor, sondern einfach nur chronologisch nach Erscheinungsdatum, wie die Bücher nacheinander erscheinen. Das finde ich am übersichtlichsten und am besten so. Und ich hoffe, euch gefällt das System so auch. Und wie immer habe ich euch die ganzen Bücher unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch die Klappentexte nochmal in Ruhe durchlesen, euch das Buch vorbestellen oder auf die Wunschliste packen, wie ihr das möchtet. Und ja, einfach für den Gesamteindruck und ja. Gut, ich würde sagen, alles Wichtige habe ich gesagt. Ich freue mich mega auf das Video jetzt. Und ich lese wie immer die Klappentexte von meinem Handy vor, weil es einfach zu viele Bücher sind, dass ich die nicht alle aus dem Kopf zusammenfassen kann. Deswegen kann ich das bei manchen Büchern, bei Fortsetzungen kann ich euch erzählen, was im vorigen Band war. Aber bei den meisten Büchern werde ich aufs Handy zugreifen müssen, um vorzulesen. Und ja, seid ihr auch schon aus meinen Neuerscheinungsvideos so ein bisschen gewohnt. Ja, starten wir los. Und es geht gleich am 1. April los. Also gleich am 1.4. erscheinen 3 Bücher. Also da beginnt es ja schon, der Start in den Monat mit 3 ansprechenden, interessanten Büchlein. Und zwar, das erste ist A Song of Refs and Ruin. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dieses Refs ist so ein Wort, wo ich keine Ahnung habe, wie man das ausspricht. Der Untertitel ist Die Spiele von Solstasia und wird jetzt auch, das wurde ja erst vor kurzem veröffentlicht, einen farbigen Buchschnitt haben in der Erstauflage. Den finde ich aber sehr knallig, grün-gelb, finde ich aber ganz cool. Das Cover an sich, ja, es ist ganz hübsch, aber ein bisschen einfallslos, wenn man sich das Englische im Vergleich dazu anschaut, wo diese hübsche Frau drauf ist mit diesem wallenden grünen Kleid. Ja, macht das, finde ich, schon viel mehr Eindruck als das Deutsche, aber es geht ja wie immer um den Inhalt. Alle 10 Jahre findet im Königreich Sonande das berühmte Solstasia-Turnier statt, bei dem alle Nationen des Reichs zusammenkommen, um dem Wettstreit der Champions beizuwohnen. Doch für die junge Königin Karina geht es um viel mehr. Um ihre Mutter wiederbeleben zu können, braucht sie das Herz eines Königs. Daher bietet Karina dem Gewinner des Festes ihre Hand an. Zur gleichen Zeit kommt Malik mit seinen beiden Schwestern in die Hauptstadt Ziran voller Hoffnung auf ein neues Leben, fern von Krieg und Gewalt. Malik freut sich auf die Festlichkeiten rund um Solstasia, bis ein rachsüchtiger Geist seine kleine Schwester Nadja entführt und einen furchtbaren Preis für ihr Leben verlangt, den Tod von Königin Karina. Für Malik gibt es nur eine Chance, Karina nahe genug zu kommen, um sie zu töten. Er muss das Solstasia-Turnier gewinnen. Also offenbar geht es dann darum, dass sie sich beide töten wollen, um das jeweilige Ziel zu erreichen. Und ja, es geht natürlich auch um das Turnier, um das überhaupt mal zu gewinnen. Also ein Katz-und-Maus-Spiel, es wird wohl dann Gefühle geben, denke ich mal. Und ja, wer ein falsches Spiel spielt, wer wen umbringen will und wann nicht mehr und hin und her, es klingt schon sehr interessant und vor allem sehr verzwickt. Das, was ich persönlich ja sehr gerne lese. Solche eingeschleust in Königshäuser, um jemanden umzubringen. Alles in dem Bereich mag ich sehr. Lügen, Intrigen, Machenschaften, total meins.
Ich bin noch unsicher, ob es bei mir gleich einzieht. Ich werde wahrscheinlich die Rezis ein bisschen abwarten. Dann kriege ich eventuell den Buchschnitt nicht mehr, ich weiß, aber ja, ich finde den Buchschnitt jetzt nicht so atemberaubend, dass ich den unbedingt im Regal brauche, sage ich euch ehrlich. Das Buch kommt auch als Hörbuch raus, allerdings erst Ende April. Deswegen kann ich es leider nicht so machen wie bei der Lügendiebin, dass ich ein bisschen reinhöre und wenn es mich überzeugt, das Buch mir zulegen. Das wäre eigentlich der Plan gewesen, aber ja, als ich nachgesehen habe, habe ich eben gesehen, dass es leider als Hörbuch erst einen Monat später erscheint und deswegen fällt das weg. Also mal sehen, ich bin bei dem Buch noch unsicher, aber generell klingt es wie was für mich. Und am 1. April geht's weiter und da gleich mal mit Romance. Und zwar der zweite Teil der Liverpool-Reihe von Jennifer Benkow, A Reason to Hope, kommt raus. Und den ersten Teil, A Reason to Stay, den fand ich ja wirklich sehr gut. Da waren echt tolle, wichtige Dinge und Problematiken eingebunden. Mochte den Schreibstil sehr. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich bei Jennifer Benkow wahrscheinlich eher zu den Romance-Titeln greife als zu den Fantasy-Titeln, weil Her Wish the Dark steht noch immer da oben pausiert, redet man nicht drüber, da hatte ich echt einiges zu beanstanden. Und One True Green fand ich damals ganz okay, aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Also ich glaube, dass das eine Autorin ist, von der ich einfach lieber Romance lese. Kann aber auch nur Zufall sein. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf A Reason to Hope. Wird natürlich bei mir einziehen als Band 2. Der erste hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Und auch hier klingt der Klappentext toll und speziell und ich freue mich sehr darauf. Es geht um Hannah und ihr fehlt ein Jahr ihres Lebens, das noch immer einen Schatten auf ihre Gegenwart wirft. All ihre Träume scheinen unmöglich, mit ihrer Stimme Geld zu verdienen, zu reisen, ein freies Leben zu leben. Als sie Sawyer kennenlernt, der ein Pub in Liverpool besitzt und ihr anbietet, dort zu singen, ergreift sie diese Chance nur zögerlich. Denn in Sawyers Nähe fühlen sich ihre Probleme weit weg an und Hannah darf nicht unvorsichtig werden. Zu groß ist das Risiko, dass ihre Vergangenheit sie einholt. Bin gespannt, was so in diesem Jahr Düsternis ihrer Vergangenheit passiert ist und Sawyer, den Pubbesitzer, den kennen wir schon als Nebenfigur aus Band 1 und der war mir auch sehr sympathisch, ich mochte ihn und ja, ich bin da wirklich gespannt auf die Geschichte, wird auch 512 Seiten haben und ja, ich lasse mich da auf jeden Fall reinfallen, ich möchte, dass es mich so begeistert wie Band 1 und bin sehr gespannt drauf. Und am 1. April kommt dann noch ein Romance-Titel raus, nämlich With You I Dream von Justine Pust. Der folge ich auch schon länger auf Instagram, die ist mir mega sympathisch. Und das ist jetzt, ich glaube, ihr erstes Buch im Knauer Verlag. Sie war vorher bei anderen Verlagen schon mit anderen Büchern, ich habe von ihr aber noch nichts gelesen. Aber das Buch klingt schon echt toll. Hals über Kopf verlässt die Studentin Mia New York, um einer toxischen Beziehung zu entkommen. Bei ihrer Adoptivschwester in der Kleinstadt Belmont Bay in Idaho, umgeben von glitzernden Seen und den Rocky Mountains, will sie zur Ruhe kommen. Stattdessen beschert ihr der mürrische, aber irritierend gut aussehende Connor bald ziemliches Herzklopfen. Doch je näher Mia Connor kommt, desto größer werden ihre Zweifel. Ist sie wirklich schon wieder bereit, sich jemandem zu öffnen? Und was verheimlicht ihr Connor, das ihm immer wieder in die endlosen Wälder Idahos zieht? Er ist also wohl so ein mürrischer Typ, ein Eigenbrötler, zurückgezogen. Bei mir kommt es immer darauf an, ob ich das in Büchern mag. Eigentlich mag ich es sehr gerne, aber wenn die Typen dann schon zu fies ja, wie soll ich sagen, abneigend sind am Anfang des Buchs, nervt es mich dann irgendwann. Aber ich kenne auch die Zeichnung zu den Charakteren und ich finde, dass beide Charaktere echt, ja, ansprechend aussehen und ich mag die Zeichnung sehr gerne. Und ja, was mich ein bisschen abschreckt, ist die Kürze des Buchs, 352 Seiten. Wobei, kürzere Bücher heißt ja nicht gleich schlechter und umgekehrt. Erstens das und zweitens bei meinen ganzen dicken Kloppern im Regal sind ab und zu so dünnere Romance-Geschichten auch nicht verkehrt. Ob es gleich einzieht, weiß ich dennoch nicht. Nicht, weil es mich nicht anspricht, sondern wegen der Menge der Neuerscheinungen. Also ich bin noch etwas unsicher, auch dass wir zwei Teile haben. Ich glaube, es geht aber immer um andere Charaktere. Der zweite sieht genauso aus, nur dann in Rottönen. Wird auch sehr schön aussehen. Ja, mal sehen, ob oder wann das bei mir einzieht. Wahrscheinlich warte ich so ein bisschen die Rezensionen ab und entscheide dann. Und am 6. April kommt dann der dritte und letzte Teil der Vielleicht-Trilogie Caroline Wahl raus. Und diese beiden Vorgängerbände waren ja sehr beliebt, also da habe ich echt Top-Bewertungen gesehen. Ich habe die noch nicht gelesen, ich bin nicht sicher, ob das was für mich ist,
aber es gibt sie als Hörbücher. Bücher. Also eventuell, jetzt wo alle drei draußen sind, könnte ich mir die als Hörbücher mal vornehmen. Ich möchte aktuell ja eher Romance als Hörbücher hören, weil ich beim Hören immer so abdrifte und bei Romance passiert das weniger. Also mal sehen, würde sich anbieten. Und ich glaube, da geht es immer um andere Pärchen. Ich kann euch also vorlesen, worum es in diesem dritten Teil geht. Motoren, Öl und quietschende Reifen. Für Carla gibt es nichts Schöneres. Früh ist sie leidenschaftlich Kart gefahren, bis ihre Eltern sich das kostspielige Hobby nicht mehr leisten konnten. Doch ein unerwartetes Angebot katapultiert sie zurück in die Welt des Motorsports. Sie soll die Freundin des aufstrebenden Formel-2-Stars Henning Kiefer spielen. Mit einem Schlag wäre Carla all ihre Geldprobleme los und aufreiße Henning mit einer festen Freundin endlich sein Bad Boy-Image. Aber was ist, wenn aus einer Fake-Beziehung plötzlich ernst wird? Okay, ich mag das Thema Fake-Beziehungen sehr gerne. Ich finde, es ist witzig, man kann immer wieder was anderes und viel daraus machen, aber das Thema mit dem Motorsport interessiert mich persönlich halt wieder überhaupt nicht. Und irgendwie war es bei allen drei Teilen so, dass da irgendein Aspekt im Klappentext war, wo ich sage, ich weiß nicht recht, ob es zu 100%ig was für mich ist, aber dafür gibt es ja die Hörbücher. Und wie gesagt, das Thema Fake-Beziehung mag ich sehr, das finde ich lustig. Und ja, deswegen mal sehen, ob ich da mal mit dem ersten Teil als Hörbuch durchstarte. Das würde sich ja mal anbieten. Und wir machen einen kleinen Sprung zum 11. April und da erscheint dann ein Buch, das im englischsprachigen Raum total beliebt ist und gehypt wird und sehr viele freuen sich, dass es auf Deutsch erscheint, nämlich Legendborn von Tracy Deon, der geheime Bund. Ich weiß jetzt gerade nicht, wartet, ich schaue das mal nach. Okay, in Englisch gibt es zwei Teile aktuell, so wie ich das sehe. Keine Ahnung, ob das dann eine Dilogie wird oder sogar noch mehr Bände. Aktuell gibt es zwei Teile. Und das Cover, das ich euch hier einblende, für alle von euch, die die Halbjahresvorschau von mir gesehen hatten damals, da war ja wohl bei Legendborn ein anderes Cover. Das wurde mittlerweile geändert. Das alte Cover ist auch nirgends mehr auf keiner Plattform zu finden. Es wurde in dieses Cover geändert, das ich persönlich viel hässlicher finde. Das vorige fand ich eigentlich ganz ansprechend. Das war so in Rottönen mit so einem Mädel drauf. Und am originalen englischen Cover ist nämlich auch ein Mädel drauf, das ähnlich aussieht wie das, was auf dem ursprünglichen deutschen drauf gewesen wäre. Und lange Rede, kurzer Sinn, es wurde, ich weiß nicht aus welchen Gründen, geändert auf eins, das meiner Meinung nach überhaupt nicht nach einem Fantasy-Jugendbuch aussieht. Ich finde, das Cover sieht total langweilig aus, ich würde nie dazu greifen. Es sieht aus wie so eine typische Fantasy von einem, ja, alten Mann geschrieben. Für alte Leute. Auch wenn das auch blöd ist, weil jeder kann ja lesen, was er will, aber ja, es spricht mich einfach überhaupt nicht an, dieses Cover. Also wirklich gar nicht und das vorige eigentlich schon. Ich finde es sehr schade. Aber naja, der Inhalt soll ja wirklich klasse sein. Und zwar geht es darum. Mit ihrem Studium an der UNC Chapel Hill beginnt für Bree Matthews ein neuer Lebensabschnitt. Endlich weg von zu Hause, von der erdrückenden Fürsorge ihres Vaters und vor allem von den Erinnerungen an ihre verstorbene Mutter. Doch bereits an ihrem ersten Tag auf dem Campus wird Bree Zeugin eines Dämonenangriffs. Wieso kann Bree im Gegensatz zu ihren Kommilitonen den Dämon sehen? Und wer sind die Mitglieder dieses geheimen Bundes, die sich selbst als Nachfahren der Artus-Ritter bezeichnen und sich ganz ungefragt in Brees Leben einmischen? Die Antwort auf ihre Fragen scheint in der Vergangenheit ihrer Mutter zu finden zu sein und in ihrem eigenen magischen Erbe. Das klingt für mich, auch wenn ich nicht gern Bücher vergleiche, aber es hat so einen Touch vom Knights von Lena Kiefer. Es geht hier auch um die Erben oder Nachfahren von der Artus-Saga und dass die eben übernatürliche magische Kräfte haben. In dem Fall geht es wohl um Dämonenjäger. Und dass sie da wohl auch ein Erbe hat, dass sie dann antritt. Bin mal gespannt, was es sein wird. Etwas kitschig fände ich es, wenn sie dann die Erbin von Merlin wäre. Ja. Aber naja, trotzdem, es soll mega, mega gut sein. Es hat 736 Seiten, ist also schon ein dickerer Wopper. Und, ja. Ich denke, es wird bei mir einziehen dürfen, trotz des hässlichen Covers. Aber ich traue noch immer den vorigen Cover nach, das hätte mir viel besser gefallen. Am 12. April kommt dann raus The Sea in Your Heart, der zweite Teil der Island-Reihe von Kira Moon. Und ich habe den ersten noch immer nicht gelesen, Leute. Er war schon auf mehreren Leselisten, ging sich nie aus. Und dieser zweite Band spricht mich viel mehr an als der erste. Das ist wirklich, wirklich verzwickt. Ich muss also den ersten wirklich schnell lesen, denn den möchte ich davor gelesen haben.
dass ich diesen zweiten hier dann zeitnah lesen kann. Denn das Thema ist ein wichtiges, das hier behandelt wird, ein brandaktuelles. Und ich finde das echt toll, dass Kira Moon sowas in ihrem Liebesroman einbaut. Und zwar, es geht darum. Na, wo geht's da los? Lilia liebt das Meer. Sie verbringt den Großteil ihres Arbeitstages auf dem Atlantik, um bei Whale-Watching-Touren nach den sanften Riesen Ausschau zu halten. Privat engagiert sie sich in einer Umweltorganisation für den Schutz der Ozeane und nimmt an Protestaktionen gegen den Walfang teil. Dementsprechend wenig Zeit hat sie für Männer. Eine Beziehung steht definitiv nicht auf Lilias Prioritätenliste, bis sie im Licht von Islands Mitternachtssonne einen Mann kennenlernt, dessen Lächeln einfach unwiderstehlich ist. Sie verbringt eine magische Nacht mit ihm, doch was Lilia nicht weiß, Jules ist jemand, auf den sie sich nie hätte einlassen dürfen. Ich kenne da noch einen anderen Klappentext, der schon verrät, wer Jules ist. Dadurch, dass der Klappentext hier wohl nicht ohne Grund geändert wurde, denn ich finde schon, dass der so ein bisschen spoilert, verrate ich es euch hier jetzt nicht. Ich finde es jetzt gerade schade, dass ich es schon weiß. Aber ihr könnt euch denken, dass dann alles anders kommt und sie in einem sehr argen Konflikt und Twist mit sich selbst und ihren Gefühlen steht und mit den Dingen, wofür sie steht, ist. Und ja, es spricht hundertprozentig zu mir, hundertprozentig. Ich finde ganz toll, dass das Thema Wale, Walschutz, Meeresschutz und Walfang thematisiert wird, ja. Weil das ist einfach ein wichtiges Thema, das, glaube ich, vielen Leuten gar nicht so bewusst ist. Und ja, ich finde es klasse. Ich finde das klasse. Das Buch wird 320 Seiten haben, also auch auf der dünneren Seite, wie Band 1 schon. Finde ich aber nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht, ich finde es nicht schlimm. Im Gegenteil, wie ich vorher schon bei dem anderen Buch gesagt habe, kurz und knackig kann auch mal, gerade bei Romance, toll sein. Und man isst das dann schneller durch und schafft mehr Bücher im Monat. Also ist ja auch mal cool. Also ja, ich freue mich da mega drauf, wirklich. Ich will das dann wirklich schnell lesen. Und ja, muss den ersten Band dann wirklich jetzt zügig mir auf die Leselisten packen, weil anders wird das dann nichts. Am 13. April kommt dann was Neues aus dem Arktis Verlag raus und den Arktis Verlag habe ich persönlich jetzt seit Ansus definitiv im Blick, denn die bringen sehr viel mit ja, nordischer Mythologie generell raus und ja, ganz speziellere Bücher und das mag ich sehr. Und es kommt raus Amelia, alle Seiten des Lebens. Ich mag das Cover, ich finde es sehr schön. Ich mag die Wale, die darum herum schwimmen oder fliegen und auch die Blätter und so. Es sieht schön aus mit dem Pärchen da drauf, aber das Mädel oben drüber in groß sieht auch so, ja, nicht traurig, aber verzweifelt drein so ein bisschen. Es ist mysteriös fast schon das Ganze. Und auch der Klappentext klingt interessant. Wie ein leuchtender Liebesbrief an Bücher, Worte und das Lesen. Amelia ist Buchliebhaberin durch und durch. Es ist fast schicksalhaft, dass ihr Leben gleich zweimal ausgerechnet in einer Buchhandlung eine ungeahnte Wendung nimmt. Nach dem schrecklichen Verlust ihrer besten Freundin muss sie lernen, dass Mut manchmal bedeutet, weiter zu blättern und alle Seiten des Lebens zu lesen. Auch wenn es weh tut. Als sie auf ihrer Suche nach Antworten schließlich Nolan begegnet, dem jungen und geheimnisvollen Autor ihrer Lieblingsbuchreihe, erkennt sie außerdem, dass es nie zu spät ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wird 368 Seiten haben, also auch unter 400 Seiten. Aber es klingt schon gut und speziell. Allerdings aufgrund der Dünne und dass es ein 20 Euro Hardcover-Buch ist, oder 19 Euro, werde ich das nicht gleich kaufen, sondern erstmal warten. Aber ich behalte das auf jeden Fall im Blick und die Rezensionen. Im Englischsprachigen hat es eigentlich da 4,5 Sterne bei 80 Rezensionen auf Amazon. Das ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. Also mal sehen. Es klingt auf jeden Fall mal nach was anderem. Und über Buchliebhaber und Bücher und auch Autoren kann man ja nicht genug lesen. Am 13. April kommt dann das neue Buch von Colin Hoover raus. Da fiebern ja sicher schon einige von euch dem Ganzen entgegen, auch ich natürlich. Obwohl ich von Colin Hoover noch so viele Bücher nicht gelesen habe und die aber nach und nach inhalieren möchte. Beziehungsweise ich möchte eigentlich die Colin Hoover Bücher als Hörbücher hören. Das hat den Grund, es hat einen echt komischen Grund, dass wenn ich jetzt anfange, die Colin Hoover Bücher als Prints zu kaufen, ich die ganzen alten kaufen wollen würde, dass ich
da eine Sammlung dann habe. Ich habe aber ein paar schon als E-Book gelesen, lange her. Die will ich dann nicht unbedingt als Print kaufen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, die ganzen Colleen Hoover Bücher entweder als E-Books zu lesen oder als Hörbücher zu hören. Ja. So, auf jeden Fall Summer of Hearts and Souls wird das neue Buch heißen. Und auch das kommt auf BookBeat als Hörbuch und ich werde es dann auch zeitnah hören. Das habe ich schon eingeplant. Und zwar, es geht darum, von der Trailersiedlung in die Welt der Rich Kids. Nach dem Tod ihrer Mutter bleibt der 18-jährigen Bea nichts anderes übrig, als zu ihrem Vater zu ziehen. Dem Vater, den sie kaum kennt und der mit seiner neuen wohlhabenden Familie auf einer Halbinsel vor der texanischen Küste lebt. Wider Erwarten birgt die Welt der Schönen und Reichen mehr Überraschungen, als Bea je gedacht hätte. Speziell Sunny Boy Samson scheint, das klingt gut, Sunny Boy Samson, scheint Abgründe in sich zu tragen, die ihr gar nicht so unbekannt vorkommen. Herzen haben keine Knochen, sie können nicht brechen oder etwa doch. Also es wird wieder Herzschmerz, Tränendrüsen, Drückerbuch werden, ganz klar, das kann die Frau auch einfach schreiben. Ich liebe ihren Schreibstil generell, allerdings bin ich mehr Fan von ihrem Thrill-Element-Büchern, also Layla und auch, wie hieß denn das andere? Layla und... Verity, genau, Layla und Verity. Die fand ich ja beide mega toll, aber auch auf sowas lasse ich mich gerne bei Colleen Hoover ein, denn sie hat in ihren Liebesromanen immer ernste Themen und Problematiken und sie geht sehr in die Tiefe, sie ist nicht oberflächlich und sie beschreibt das halt auch alles sehr realistisch und sollte mir das auch gefallen, dann kann ich mich auch bald zu den Coho-Fans zählen, obwohl es einfach noch zu wenig Bücher sind, die ich von ihr bisher kenne, um mich da offiziell so zu bezeichnen. Aber ja, ich habe die bisherigen Bücher auf jeden Fall alle gemocht. Es war noch nie eins dabei, wo ich sage, das gefällt mir nicht. Also ja, bin schon sehr gespannt auf. Ich mag das Cover, ja. Das passt jetzt zur Frühlings-, Anfang-, Sommerzeit, was dann kommt, sehr. Es geht ja auch um einen Sommer und diese Welt der Reichen und Schönen, da bin ich immer skeptisch in Büchern, wie das dargestellt wird. Oft gefällt mir das nicht, aber ich glaube, Colleen Hoover schafft, dass mich das umhauen kann und wird. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Und am 13. April kommt dann auch was Neues aus dem Bayona Verlag raus, nämlich You Broke Me First, die Broke Me-Reihe Band 1 von Vera Schaub. Und auch das Buch klingt ganz gut. Das Cover finde ich auch mal nett, weil es hat zwar natürlich Schriftzug, Farben und Blumen, aber irgendwie so eine andere Art, als wie das in letzter Zeit oft auf Büchern vorkommt. Das sieht so, ja, auch sommerlich aus mit diesem Türkis und Pink. Finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Und zwar geht's darum. Daryl war mein Zuhause und der Mensch, den ich für immer lieben würde. Umso schlimmer hatte es mich getroffen, als er nach seinem Highschool-Abschluss einfach spurlos aus meinem schutzlosen Leben verschwunden war. Ich erkannte Phoebe sofort, als ich Jahre später wie vom Schicksal gefügt wieder vor ihr stand. Mein Herz hatte nie aufgehört, für sie zu schlagen, aber ich wusste, dass ich Verantwortung zu tragen hatte, die viele in unserem jungen Alter nicht annähernd verstehen konnten. Doch was war mein Leben wert, wenn ich es nicht mit meiner Seelenverwandten teilen konnte? Ist also entweder eine Back to the Ex oder Friends to Lovers Geschichte. Das geht aus diesem Klappentext eigentlich gar nicht hervor, ob die schon mal was miteinander hatten und sich dann trennen mussten, aus den Augen verloren haben, wie auch immer, oder als ob die Freunde waren, die aber immer verliebt waren, aber da kam es nicht zu was. Auf jeden Fall hat er wohl sehr viel Verantwortung in sich, in seinem jungen Leben. Und dass er Daryl heißt, finde ich natürlich toll, weil da denke ich immer an Daryl aus Walking Dead. Das kann ich leider nicht abstellen. Ja, ob ich das gleich lese? Nein, werde ich nicht tun. Es sind einfach zu viele Bücher, die rauskommen. Ich kann mich nur wiederholen. Es spricht mich allerdings an. Es hat 400 Seiten. Ich habe aus dem Bayona Verlag bisher noch immer kein Buch gelesen. Es kommt aber im Sommer was raus. Das wird dann spätestens das erste sein. Zudem hört ihr dann im Sommer mehr. Auf jeden Fall werde ich da auch die Rezensionen im Auge behalten und bin sehr gespannt, was so die Erstlesermeinungen dann hergeben. Und ja, dann kann man sich ja noch immer dafür entscheiden. Am 18. April kommt dann raus Die Stadt der Dolche, die Tuman Bay Saga Band 1. Und ich habe noch immer nicht rausgefunden, was das in diesem Anhang heißen soll.
der Roman zum BBC-Podcast-Erfolg steht da. Und ich weiß noch immer nicht, was für ein Podcast das sein soll, ob die da während des Podcasts eine Fantasy-Story gebildet haben, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, mehr steht hier nämlich nicht. Wenn ihr da irgendwas dazu wisst, was es mit diesem Podcast auf sich hat, was der mit diesem Buch zu tun hat, dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Das würde mich nämlich einfach, ja, das würde mich einfach interessieren, weil damit so geworben wird, aber ich überhaupt nicht kapiere, was das bedeuten soll in dem Kontext eines Buchs. Auf jeden Fall schaut das aus. Ihr seht es ja auch am Cover wie ein typisches High-Fantasy-Buch. Und warum denn nicht? Ich mag auch manchmal so typische High-Fantasy-Sachen ganz gern. Und zwar geht es hier darum. Willkommen in Tuman Bay, einer Stadt, in der Dolche regieren. Einer Stadt, in der aus Sklaven Regenten werden. Einer Stadt, die von Männern geführt und von Frauen zerschmettert wird. Und alles beginnt an dem Tag, als der Sultan einen abgetrennten Kopf als Geschenk einer Königin erhält. Was er nicht ahnt, Maya, die selbsternannte Rebellenfürstin, hält Tuman Bay schon längst in ihrem unsichtbaren Griff. Nun müssen die Anhänger des Sultans eine Revolution niederschlagen. Doch wie, wenn Maya so wenig greifbar wie ein Schatten ist? Gregor, der Meisterspion des Sultans, Shaya, die Frau des Sultans, die geheimnisvolle Sklavin Sarah, sie alle schmieden das Schicksal Tuman Bays neu. Doch niemand ahnt, nach welchen Regeln sie Mayas Spiel spielen müssen. Und es klingt gut, weil es klingt nach typisch High Fantasy mit Lügen, Intrigen, Machenschaften und mit mehreren Charakteren, die alle ihre eigenen Motive verfolgen, aus deren Sichten wir wohl alle nacheinander lesen, das würde ich sehr begrüßen. Und ja, sie alle da drinnen hängen, ihre Einzelschicksale und Geschichten sich dann verstricken zu einer Handlung. Also es klingt schon wirklich gut, wirklich gut. Es kommt ein zweiter Teil raus, der vergiftete Thron. Offenbar wird das auch der letzte sein, denn hier steht alle Bände der Tuman Bay Saga und da stehen die zwei aufgelistet, also eine Dilogie. Der erste Teil wird 640 Seiten haben. Also es klingt alles gut. Es klingt ansprechend, dennoch können solche Bücher auch trocken geschrieben sein und von Walcott Reeden, den kenne ich nicht, wie der schreibt, also auch da werde ich die Rezensionen abwarten und ich hoffe, dass man spätestens in den Rezensionen erfährt, was es denn mit diesem BBC-Podcast auf sich hat und was das irgendwie mit dem Buch zu tun hat. So, wir sind schon beim 26. April angelangt, also schon relativ Ende des Monats. Da kommt aber eine Menge an Büchern noch raus. Und zwar unter anderem Golden Hill Kisses, der zweite Band der Golden Hill Reihe von Nicole Böhm. Ich habe euch ja schon im vorigen Video, wo der erste Band dann erschienen ist, gesagt, dass ich die Reihe aussetze, da es mir zu sehr nach Wohlfühlbuch klingt und das nicht unbedingt mein Lieblingsgenre bei Romance ist. Das langweilt mich sehr oft. Und ihre Folgerei, da habe ich ja noch einen Teil offen. Und ja, die Reihe lasse ich einfach aus. Ich habe es mit dem ersten Teil als Hörbuch probiert. Das konnte mich aber gar nicht catchen. Ja, für mich ist das einfach nicht dieses ländliche Dorfleben, Wohlfühlzeug, mag ich im seltensten Fällen. Aber ihr schreibt sie das auf jeden Fall gut. Also wenn ihr so Wohlfühlbücher mögt, dann wird das auf jeden Fall was für euch sein. Und es geht eben um andere Pärchen, also kann ich euch kurz vorlesen, worum es im zweiten Teil geht. Nachdem Aiden das Herz gebrochen wurde und in seine Arbeit bis an den Rand der Erschöpfung getrieben hat, braucht er dringend eine Pause. Daher willigt er sofort ein, als sein Freund Parker ihn bittet, zu ihm auf die Golden Hill Ranch zu kommen. Das ist genau das Richtige. Ruhe, Natur, Berge, Wildnis. Doch in Montana angekommen, trifft Aiden auf die Reporterin Arizona und wird direkt aus dem Sattel geworfen. Denn die beiden sind sich schon einmal begegnet. Und das würde Aiden am liebsten So, da war die Speicherkarte voll. Ich war bei Golden Hill Band 2. Also ja, ich lasse die Reihe lesetechnisch aus. Vielleicht probiere ich es nochmal mit dem Hörbuch. Aber ja, der erste Teil des Hörbuchs, ich habe reingehört. Das hat mich irgendwie nicht gecatcht. Und dann habe ich es dabei belassen. Und dieser zweite Teil klingt jetzt, ja, klingt jetzt auch nicht so wie was für mich, aber ich glaube, für alle, was Wohlfühlbücher gerne lesen und mögen, ist das sicher was. Und ich kann euch, wie gesagt, nur sagen, dass die Autorin einen tollen, angenehmen Schreibstil hat. Also ja, wenn ihr sowas mögt, so ländliches, dann go for it, da macht ihr sicher nichts verkehrt. Am 26. April kommt dann was raus,
was eigentlich überhaupt nicht meinem Lesegeschmack und auch nicht den Büchern, die ich sonst so vorstelle, entspricht, weil es ein Kinderbuch ab 10 Jahren ist. Allerdings fand ich das echt ansprechend. Ich finde das Cover wunderschön, ich finde der Klappentext klingt gut und es ist die Autorin von The Bells tatsächlich. Und deswegen dachte ich, ich nehme es mit ins Video. Nämlich kommt raus die Marvella, Magie aus Licht und Dunkelheit, das gefährliche erste Jahr aus dem CBJ Verlag. Und ihr seht es wahrscheinlich neben mir da jetzt schon, ich finde das Cover ja atemberaubend schön, also wirklich ein Traum, ein Traum. Und ja, ich finde interessant, dass die Autorin von The Bells, was ja also ein Jugenddystopiebuch war, da jetzt so ein Kinderbuch rausbringt oder eine Reihe, weil das ist ja Band 1 von die Marvella. Und zwar, es geht darum, Ella Durant hat es geschafft. Als erste Fabuliererin aus der Dunkelwelt erhält sie einen Platz am Arcanum, dem magischen Marvella-Internat über den Wolken. Doch sie merkt schnell, wie schwer es ist, gegen die alten Vorurteile anzukommen, die die Marvella ihrem Volk gegenüber haben. Als Ellas Lieblingsmeister auf mysteriöse Weise verschwindet und die Fabulierer in Verdacht geraten, muss Ella eine schwere Entscheidung treffen. Zusammen mit ihren neuen Freunden Jason und Brigitte macht sie sich auf eine gefährliche Suche zwischen Licht und Dunkelheit, um die Unschuld ihrer Familie zu beweisen und ihren Mentor zu retten, bevor es zu spät ist. 480 Seiten, also ja, knapp 500. Ich finde, dass das richtig toll klingt. Aber ich mag so Kinderbücher nicht, die ab 10 oder ab 12 sind, weil es meistens so Kinderprotagonisten sind und ich mich in die dann bei so Fantasy-Sachen nicht so gut reinversetzen kann. Also ich mag so Romane mit Kindern ganz gerne, es kommt davon, wie es geschrieben ist, aber da bin ich noch unsicher. Also das wäre wirklich ein teilweise Coverkauf, muss ich euch echt sagen. Ja, 16 Euro... Mal sehen, mal sehen. Das wird bei mir auf jeden Fall nicht gleich einziehen. Da schaue ich mir aber auf jeden Fall die Rezis an. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Teile das bekommen wird. Das steht hier noch nicht. Aber ja, absolut wunderschönes Cover. Und ich finde, es klingt eigentlich auch vom Klappentext echt toll. Ja, mal sehen. Mal sehen, was man dazu dann noch hört. Am 26. April geht es weiter. Da kommt dann auch raus Sister of the Sword von Tricia Levensella. Der erste Band, also ist ein erster Teil. Wie viele Bücher das werden, steht hier leider noch nicht. Erstmal muss ich sagen, dass ich es ganz toll finde, dass das eins der Fantasy-Bücher ist, was am interessantesten und ansprechendsten ist, was im April rauskommt und es als Paperback um 13 Euro rauskommt. Das finde ich mega toll bei CBT. Das kann ich nur wieder mal betonen, dass die Buchpreise ja immer höher steigen und wirklich unleistbar werden und dass dann manche Bücher trotzdem noch in einem erschwinglichen Preis-Leistungs-Verhältnis rauskommen. Ich mag das Cover. Ich finde es schön. Viele haben das ja kritisiert, aber mir gefällt das ganz gut. 416 Seiten wird das immerhin haben und es klingt mega, mega interessant. Die 18-jährige Ziva ist berühmt für ihre Kunst, Klingen und Waffen zu schmieden, denen eine ungeheure Magie innewohnt. Doch Ziva leidet unter Panikattacken, sodass sie den Verkauf ihrer 16-jährigen Schwester Temra überlässt, also der Jüngeren. Als sie von einer Kriegsherrin den Auftrag erhalten, ihr das mächtigste Schwert von allen zu schmieden, gibt Ziva alles. Das Schwert ist ihr Meisterwerk. Als die Auftraggeberin es jedoch abholen will, erfährt die junge Schmiedin von dessen eigentlicher Macht. Es enthüllt ihr die tiefsten Geheimnisse des Gegenübers. Und Ziva erkennt, dass dieses magische Schwert dieser Machtbesessenen nie in die Hände fallen darf. Bei Nacht und Nebel fliehen die beiden Schwestern mit der Waffe im Gepäck, begleitet von einem draufgängerischen Söldner und einem jungen Studenten der Magie. Auf dieser wilden Flucht fliegen alsbald die Funken zwischen den ungleichen Schicksalsgefährten. Großartige Action, Witz, sprühende Dialoge und die zauberhafte, nerdigste Heldin der Fantasy-Welt steht noch drunter. Klingt das nicht toll? Ich finde cool, dass es um Panikattacken geht und dass das die Hauptprotagonistin betrifft. Ich finde cool, dass es wohl hier nicht nur eine, sondern zwei Liebesgeschichten geben wird mit vier Protagonisten. Ja, da kann man sich dann sein Lieblingspärchen sozusagen aussuchen. Ich schätze mal, dass dann so gemacht sein wird, dass eher das laute, draufgängerische Mädel den ruhigeren Typen bekommt und umgekehrt.
Ja, weil die Konstellation da natürlich viel mehr Spaß macht. Wenn einer der Parts eher draufgängerisch ist und der andere eher ruhig, macht das die Mischung mehr aus. So wird das, schätze ich mal, sein. Und natürlich, dass es eine Gruppe an Leuten, ein kleiner Squad ist, der auf der Flucht ist, mit dem wichtigen Schwert und da wahrscheinlich sie verfolgt werden, sie verstecken müssen, ist ja total meins. Also ich liebe ja solche Geschichten. Also ja, das wird bei mir natürlich sofort einziehen. Also das ist eins meiner Must-Buy-Bücher des Monats. Ich freue mich da wirklich wahnsinnig drauf und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich hoffe, der Schreibstil wird gut werden von Tricia Levenseller. Kenne ich noch nicht. Aber ja, ich bin da guter Dinge. Preis-Leistung top, Geschichte, Grundidee klingt gut. Klingt jetzt nicht nach was, was man noch nie gelesen hat, aber das muss es ja nicht immer. Es klingt spannend, es klingt interessant, nach guter Unterhaltung und auch wahrscheinlich nach witzigen, spitzigen Sprüchen und Dialogen und nach Action und auch nach Liebe. Also alles, was man sich in solchen Jugend-Fantasy-Büchern nur wünschen kann. Also ich freue mich da wirklich sehr drauf. Am 27. April kommt was raus, was der Lux Verlag erst vor 2 Monaten oder so, plötzlich die Bombe hat platzen lassen, dass dieses Buch rauskommt. Und das war bei der Vorschau im Herbst für das nächste Halbjahr gar nicht dabei. Weil manchmal sind ja so Bücher, die dann doch spontaner rauskommen, spontaner entstehen. Und das dürfte eins von diesen Büchern sein. Und es ist eine Autorin, die sehr beliebt ist. Ich habe von ihr bisher nur 2 oder 3 Bücher als Hörbuch gehört. Ich habe diese ganz berühmte Reihe Save Me, Leave Me oder wie die da heißt, nicht gelesen. Die spricht mich auch nicht so an. Aber dieses neue Buch spricht mich an. Es geht um die Autorin Mona Kasten und das neueste Buch von ihr wird heißen Lonely Heart. Scarlet Luck Band 1. Das wird also auch mindestens 2 Teile kriegen. Das kommt als gebundene Version raus um 18 Euro. Ja. Ich finde es einerseits toll, dass das wunderschön ist. Also mir gefällt das Cover wirklich sehr gut mit diesen vierblättrigen Kleeblättern, mit diesen Farben und der Schrift sehr gut. Aber natürlich der Preis. 18 Euro oder normalerweise kosten die Bücher ja 13 Euro bei Lux so um einen Regelfall oder 14 Euro. Sind natürlich ein paar Euro wieder mehr. Aber trotzdem möchte ich es haben, denn es klingt mega gut. Wirklich, wirklich mega toll. Und wie gesagt, der Schreibstil von Mona Kasten, ich kenne ihn aus dieser einen Reihe von ihr. Komme ich jetzt nicht drauf, wie die heißt. Die aber auch ganz beliebt ist. Die ist ja schon ein paar Jahre alt und war so eine der Vorreiter von New Adult Romance, wie das heute ist. Und ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen als Hörbuch. Und hier geht es aber um was ganz anderes und das spricht mich sehr an. Nur eine Welt zwischen uns. Rosie kann nicht glauben, dass sie Scarlet Luck für ihre Webradioshow interviewen darf. Nicht nur verfolgt sie die Band seit Jahren, ihre Lieder haben sie auch durch die schwerste Zeit ihres Lebens gebracht. Vor allem Adam, der Schlagzeuger, fasziniert sie. Nicht zuletzt deshalb, weil über ihn nur bekannt ist, dass er seit Jahren keine Berührungen duldet. Von niemandem. Aber dann steht die Band schließlich in Rosies kleinem Studio und alles geht schief. Das Interview muss abgebrochen werden und Wellen aus Hass prasseln online auf Rosie nieder. Als sie sogar auf der Straße von Fans angegriffen wird, laden Scarlet Luck sie kurzerhand auf ein Konzert ein. Als Zeichen, dass sie die Sache hinter sich lassen wollen. Plötzlich steht Rosie ein zweites Mal vor Adam. Adam, in dessen Augen sie einen unfassbaren Schmerz erkennt und dem sie niemals näher kommen darf. Also, das klingt doch wirklich sehr cool. Ich finde gut, dass sie fasziniert ist vom Schlagzeuger und nicht wie immer in solchen Büchern vom Sänger oder Gitarristen. Also das finde ich schon mal positiv. Ich finde cool, dass sie ein Webradio führt, also wirklich Musik wohl ihre Leidenschaft ist, die sie auch beruflich ausübt und dann wirklich diese Band auch trifft und alles schief geht und sie dann Anfeindungen kriegt, Mobbing von den Fans gegen sie. Da muss ja wirklich was Schlimmes passiert sein. Und natürlich, dass dieser Schlagzeuger Adam seit Jahren keinerlei Berührungen zulässt, finde ich auch sehr interessant. Warum das so ist, was da dahinter steckt, ist das ein Mediengag oder ist das auch privat bei ihm so und, und. Also ja, die Fragezeichen in meinem Kopf sind an und leuchten und das ist ja ein gutes Zeichen. Mich spricht das wirklich, wirklich an, Leute, ehrlich. Es hat 416 Seiten und ja, trotz des höheren Preises für ein Romance-Buch wird es ein wunderschönes Hardcover haben und wird bei mir einziehen dürfen. Ich bin wirklich gespannt und ich bin auch gespannt, wie viele Teile diese Reihe kriegen wird, ob das 2 werden, 3 werden, wie auch immer.
Aber jetzt bin ich erstmal mega gehypt auf diesen ersten Teil und ich gebe dem Buch eine Chance, obwohl ich so Rockstar-Liebesgeschichten nicht mag und da sehr vorsichtig bin, glaube ich, dass das hier schon tiefgründiger und emotionaler sein wird und mich auch packen kann. Und am 28. April, da kommt wirklich ein Buch raus, wovon man nur Gutes hört, also wirklich nur. Alle, die das auf Englisch gelesen haben, hypen das, volle 5 Sterne, Jahreshighlight, die lieben das, ja? Und ich weiß, ich werde es auch lieben. Nämlich Kingdom of the Wicked, der Fürst des Zorns, Band 1 von Kerry Maniscalco aus dem Piper Verlag. Ich liebe das Cover, ich liebe es, dass sie es übernommen haben aus dem Englischen, zum Glück. Ich finde das wirklich toll, mit diesem Totenkopf und dieser zischenden Schlange und rumherum diese goldgelben Rosen. Also was will ich mehr? Ich finde es wirklich ganz, ganz schön und toll. Was man dazu sagen muss, ist, dass das Buch eigentlich hätte 16 Euro kosten müssen, ist jetzt um 1 Euro auf 17 Euro erhoben worden, ohne großen Aufhebens. Naja, sie wissen halt, dass sich das verkaufen wird, denn wie gesagt, im englischsprachigen Raum ist das unglaublich gehypt und es klingt wieder mal nach Romantasy, nach meinem Geschmack. Und zwar, es geht darum, als die junge Hexe Emilia ihre Zwillingsschwester Vittoria ermordet vorfindet, bricht für sie eine Welt zusammen. Zutiefst schockiert will sie Rache üben, koste es, was es wolle. Selbst wenn sie dafür verbotene dunkle Magie einsetzen muss, die sie in die Gefahr bringt, von Hexenjäger enttarnt zu werden. Auf ihrer Suche nach dem Mörder trifft Emilia auf einen der 7 dämonischen Höllenfürsten, vor denen sie von klein auf gewarnt wurde. Dieser behauptet, auf Emilias Seite zu stehen. Doch kann man einem leibhaftigen Höllenfürsten trauen, selbst wenn er noch so gut aussieht? Ja, klingt mega, mega toll mit Höllenfürsten. Ja, ich brauche da gar nichts dazu sagen, Leute, oder? Also das wird sofort gekauft und sofort dann, ja, das ist ja Ende April, im Mai kommt das auf die Leseliste. Ich will das sofort lesen. Ich bin richtig gehypt. Das wäre übrigens auch wieder ein tolles Buch als Kandidat zum gemeinsamen Lesen in der Leserunde, weil ich glaube, dass der Austausch darüber sehr viel Spaß machen würde. So Romantasy macht irgendwie beim Leserundenaustausch am meisten Fun und Spaß. Fun und Spaß bedeutet das gleiche. Sorry Leute, ich bin verpeilt. Auf jeden Fall, der dritte Teil im Englischen kommt im Herbst raus. Also das wird 3 Teile bekommen. Im Deutschen sind erst Band 1 und Band 2 mit Datum veröffentlicht. Ich kann auch schauen, wann der zweite dann kommt. Ich glaube im Herbst. Ja, im September kommt dann Band 2. Ich bin absolut gehypt. Wenn das nicht das ersehnteste Buch im April von mir ist, überhaupt. Also ja, es sind ja einige tolle Bücher mal wieder, klar, aber das ist schon wirklich so eins, wo ich sage, oh, das wird mega, mega gut. Ja, es soll auch wirklich so, ja, sehr viele so knisternde, erotische Szenen zwischen den Protagonisten haben. Aber ich glaube, dass das so ein Katz und Maus hin und her sein wird, so ein bisschen Hate-to-Love-mäßig auch. Und das ist ja voll meins. 416 Seiten, also leider nicht ganz so dick, aber natürlich werde ich jede Seite lieben und verschlingen, sobald es da ist. Also ich bin sehr sicher, ich glaube nicht, dass mich das enttäuschen wird. Also ich bin sehr sicher, dass es so eine 5-Sterne-Vorhersage, die ich treffe bei diesem Buch. Schauen wir mal, wie es dann wird. Am 28. April kommt dann ein Buch raus, das schon lange hätte erscheinen sollen. Es ist schon länger jetzt als E-Book draußen und auch als Hörbuch. Aber ich möchte es als Print lesen und das wird auch ein Buch sein, das wir in der Leserunde lesen. Deswegen warte ich jetzt sehnsüchtig auf den 28. April, denn da kommt es dann endlich raus, nämlich Gladiator's Love von Asuka Leonera. Ich habe euch das ja schon vorgestellt, deswegen rede ich da jetzt gar nicht drum rum, außer dass es eben nach hinten verschoben wurde. Deshalb tatsächlich, weil Carlsen Verlag so viele Vorbestellungen hatte, dass die nicht nachkamen, mit dem Drucken wahrscheinlich und weil die Exemplare mit diesem Erstauflagen besonderen Buchschnitt schon ausverkauft waren, bevor das Buch überhaupt erschienen ist. Sie wollen aber natürlich, dass jeder diesen tollen Buchschnitt ergattern kann. Ich wäre nämlich auch sauer, wenn ich den nicht kriege, denn den finde ich echt mal sehr schön. Und deswegen haben sie es nach hinten verschoben und drucken die doppelte Auflagemenge, dass wirklich jeder zu dem tollen Buchschnitt kommen kann.
Und ja, deswegen erscheint es jetzt erst Ende April. Und ja, es geht um Gladiatorenkämpfe und um magische Kräfte und um eine Liebesgeschichte. Und da ich euch das ja eben erst vorgestellt habe, belasse ich es jetzt ohne Klappentext dabei. Und ich freue mich sehr drauf, wenn das dann endlich bei mir eintrudelt. Jetzt geht's weiter mit dem 28. April. Und da kommt dann auch ein neues Buch von Emily Bold raus, nämlich Palast der Lügen. Vergangen ist nicht vorbei. Das ist auch der erste Band einer Romantasy-Reihe, Zeitreisen-Romantasy steht da. Ja, Stolen war ja von Emily Bold ein absoluter abgebrochener Flop von mir. Ihr könnt euch also schon denken, dass ich die Finger von dem Buch und der Autorin in Zukunft lassen werde. Trotzdem natürlich hier mit dem Video, denn ich denke, einige von euch wird das ansprechen. Ich muss sagen, ich finde das Cover wirklich eigenartig, also generell die Idee, da eine Libelle drauf zu machen und im Hintergrund diese braune Tapete wegen Zeitreise, ja, finde ich eigentlich ganz nett, aber diese Libelle sieht wirklich komisch aus. Also das sieht aus wie so eine, das klingt jetzt gemein, aber das sieht für mich aus wie so eine Anstecklibelle als Brosche oder Haarspange oder so von alten Leuten in diesem Gold und naja, mein Stil ist es nicht, also mein Cover wird es nicht, aber es geht ja um den Inhalt. Und zwar, es geht darum, für Sophie Dubois und ihre Familie zählt nur eines, wann immer auf dem Pergament der Schule wie von Zauberhand eine neue Aufgabe erscheint, gilt es durch die Zeit zu reisen und den Auftrag zu erfüllen, bis Sophies Bruder eines Tages verschwindet. Als sie sich kurzerhand selbst in die Vergangenheit begibt, landet Sophie mitten in Paris von 1688 und am Hof des Palasts von Versailles. Der entpuppt sich nicht nur als gefährlich für eine junge Frau, sondern auch ihr mysteriöser Auftraggeber scheint ihr nicht zu trauen. Ungefragt stellt er ihr einen Fremden zur Seite, den geheimnisvollen Valentin de la Croix. Ich kann kein Französisch, sorry. Dabei sind die Gefühle, die er in ihr weckt, alles andere als hilfreich. Ja, okay, es wird eine Dialogie. Steht unten drunter noch. Und Band 2 kommt dann im Frühjahr 2023, also genau nach einem Jahr erst raus. Das finde ich auch ein bisschen krass, immer wenn so ein Jahr zwischen verschiedenen Teilen einer Reihe liegt. Aber ja, ist ja leider öfter so. Ich persönlich finde so ein halbes, dreiviertel Jahr spätestens dann soll der nächste Teil kommen. Also ja, mich spricht das gar nicht an. Abgesehen davon, dass ich, wie gesagt, Stolen von der Autorin ganz schrecklich fand, wie unreif, kindisch diese Protagonisten gedacht, gehandelt und vor allem gesprochen haben. Es war wirklich unerträglich für mich. Spricht mich hier auch der Klappentext gar nicht an. Ich mag keine Zeitreisengeschichten, generell nicht. Ja, und das ist irgendwie so wie dieses Rubinrot und dieses ganze Zeug, dass die Zeitreisen müssen, um da was zu verändern und zu erreichen. Und nein, nicht mein Thema, nicht mein Interesse, also bei mir zieht das auf keinen Fall ein. Aber wie gesagt, den ein oder anderen von euch wird sicher interessieren und deswegen natürlich hier gerne mit dem Video. Und am 29. April kommt dann auch was Neues im Loomlight Verlag raus, was so toll klingt. Also in letzter Zeit, wirklich, bei Loomlight, ich kann es nur immer wieder loben, was für tolle Romantasy-Titel die so raushauen in den letzten Monaten. Also mir kam das vor, als ob da früher viel weniger Ansprechendes erschienen ist. Die mausern sich wirklich zu einem meiner liebsten Verlage in puncto Romantasy auf jeden Fall. Und es kommt raus von Theresa Sporrer, Queen of the Wicked, die giftige Königin. Magische Romantasy um Hex und Dämonen, das ist auch ein erster Band, was hier nicht dabei steht, aber ich weiß es von Instagram. Und zwar geht's darum, Liebe ist das gefährlichste Gift. Belladonna ist eine Gifthexe und sie macht ihrem Namen alle Ehre, denn ein Kuss allein kann tödlich enden. Kein Wunder also, dass sie ihre Zeit lieber mit ihren Schützlingen, den giftigsten aller Giftpflanzen, in den Gärten unterhalb des Schlosses der Hexenkönigin verbringt. Doch als diese unerwartet einem Giftanschlag zum Opfer und der Verdacht ausgerechnet auf Belladonna fällt, passiert das Unglaubliche. Belladonna wird kurzerhand zur nächsten Hexenkönigin gekrönt. Damit einher geht allerdings nicht nur die Krone, sondern auch der Verlobte der verstorbenen Königin, Blake, ein Dämon, der Belladonnas Selbstbeherrschung auf mehr als nur eine Weise herausfordert. Fantastische Wesen, gefährliche Pflanzen und prickelnde Momente. Theresa Sporrers neuester Roman lässt die Herzen aller Fantasy-Liebesgeschichten-Fans höher schlagen.
Also das klingt so toll, dass sie eine Gifthexe ist und mit giftigen Pflanzen herumhantiert, dann plötzlich die Königin werden soll und ja, vor dem Ex-Verlobten der vorigen Königin steht, diesen Dämon, diesen Blake, Entschuldigung, der ein Dämon ist. Ach, das klingt so gut, das klingt so nach düster, nach Hate to Love, nach Verzwicktheit, dass man da nicht mehr rauskommt aus dieser Situation. Und natürlich wird es auch ganz viel um diese giftigen Pflanzen gehen. Ich hoffe, es werden echte Pflanzen sein, die hier eingebaut wurden. Echte giftige Pflanzen. Das würde ich sehr begrüßen, das würde ich toll finden. Natürlich habe ich jetzt auch nichts dagegen, wenn da Fantasy-Sachen vorkommen. Aber ja, für mich wäre das richtig toll, wenn das echte Pflanzen wären, ja, mit denen man im echten Leben jemanden vergiften kann, die tödlich sind. Ja, ist halt nur so ein Touch von mir, den ich noch super cool finden würde. Also es klingt einfach toll. 468 Seiten, also wie eigentlich fast immer bei Loomlight, so um die 500 Seiten. Ich liebe das Cover, ich finde es wunderschön. Grün, ich liebe ja grüne Cover, also ganz toll, ganz toll. Ich kann Loomlight nur immer wieder loben und ich finde auch Loomlight, dafür, dass es ja wirklich ein kleiner Nebenverlag ist, der ja hauptsächlich eigentlich E-Books rausbringt, finde ich eigentlich okay, dass die Taschenbücher 15 Euro kosten. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass sie keine Klappen haben, denn ich liebe Klappbroschüren einfach lieber. Vielleicht machen die das ja irgendwann. Aktuell sind es ganz normale Taschenbücher, aber wie gesagt, es sind ja auch keine dünnen und die sind auch, bis jetzt hat mich da keins enttäuscht und ich glaube, auch das wird genau nach meinem Geschmack sein und einfach richtig viel Lesespaß bringen, weil so Romantasy sind Bücher, die sind nicht perfekt und es ist auch nicht immer unbedingt was komplett Neues drin, aber die machen so viel Lesespaß. Deswegen kann ich es jedem von euch ans Herz legen, wenn ihr noch nie so Jugendromantasy gelesen habt, sowas wie das hier, ja, probiert's damit. Und auch alle von euch, die nur Romance lesen und mit Fantasies probieren wollen, dann lest Romantasy. Das ist wirklich der perfekte Einstieg, weil ja auch 50% auf die Romance, auf die Liebesgeschichte liegt sehr viel der Fokus, aber die Fantasy-Geschichte auch toll ist und man da so richtig gut sich ins Fantasy-Genre langsam reinmausern kann. Deswegen kann ich es nur immer wieder empfehlen. Ich freue mich sehr auf das Buch und natürlich wird das bei mir einziehen. Am 29. April kommt dann auch Underworld Chronicles Band 3 raus und die hängen ja zusammen, die Bände, also da geht es ja immer um das Gleiche, deswegen lese ich euch da nichts vor. Ich habe Teil 1 noch immer ungelesen bei mir im Regal stehen und das ist auch so ein Buch, das ich eher so um die Halloween-Zeit im Herbst lesen will, deswegen ja, ist Band 2 noch nicht eingezogen, auch Band 3 wird es nicht. Erst muss ich Band 1 lesen, ob ich sage dann, dass ich die Reihe weiter verfolgen will, lohnt sich, das gefällt mir der Schreibstil und. Es geht da auf jeden Fall um eine Großstadt und um ein Mädel, die übernatürliche Fähigkeiten hat, um ja übernatürliche Wesen, dämonische Wesen und so weiter aufspüren zu können. Und dann engagiert sie der größte, stärkste, mächtigste Vampir der Stadt. Sie muss jemanden für ihn aufspüren und finden. Und sie hat dann so eine Crew an Leuten, die ihr da helfen und sie unterstützen. Und darum geht es dann. Und natürlich auch eine Liebesgeschichte. Und ja, es wird so ein typisches Jugendbuch sein mit Urban Fantasy. Also, es klingt ganz cool für zwischendurch. Das sind ja auch alles dünnere Büchlein um die 300 Seiten. Aber ja, ich habe den ersten noch immer ungelesen hier. Ich bin auch sehr unsicher, ob das was für mich wird. Das war damals einer meiner letzten Spontankäufe. Im letzten Sommer, muss ich sagen. Seitdem mache ich das ja nicht mehr. Also, Spontankäufe mache ich nicht mehr. Nur noch geplant, wo ich wirklich alles genau überlege, 100 Mal. Aber ja, mal sehen, wann ich das lese. Der dritte kommt auf jeden Fall raus für alle, die das gar nicht mehr erwarten können, die Band 1 und 2 schon verschlungen haben. Und jetzt kommen noch drei Bücher aus dem Lux Verlag. Also bei Lux ist ja vorigen Monat im März eskaliert bei mir. Zum Glück im April nicht ganz so krass. Also vorher hatten wir ja schon das Mona Kast Buch und jetzt kommen insgesamt noch drei Bücher, die interessant und ansprechend klingen. Und zwar einmal etwas ganz, ganz Besonderes, nämlich Write, das Buch für angehende Autorinnen. Erstens, ich finde das Cover wunderschön, sehr schlicht und toll. Und ja, es wird zwar 15 Euro kosten und trotzdem möchte ich das gerne haben. Denn es ist jetzt kein Roman, es ist ein Buch vom Lux Verlag, der wirklich erklärt, wie man Autorin
Vor allem im Romance-Bereich, aber generell wird, auf was man achten muss, auf was man achten muss, wenn man einen Verlag sucht oder wenn man eine Agentur sucht. Also alles in dem Bereich. Ich lese euch mal vor, was da im Klappentext steht. Wie werde ich Autorin? Bist du eine begeisterte Leserin und hast dich immer schon gefragt, wie du dein eigenes Buch veröffentlichen kannst? Doch wo holt man sich die nötigen Infos rund um die Themen Schreiben, Veröffentlichung und die Verlagswelt? Noch dazu von einer verlässlichen Quelle. In diesem Buch findest du als angehende Autorin nicht nur jeden, mich nervt echt, dass es da hier so gegendert ist mit diesen Doppelpunkt-Dings, das nervt mich einfach total beim Lesen. Nicht nur jeden Schritt vom Schreiben des Manuskripts bis zum fertigen Buch auf einfühlsame und ermutigende Weise erklärt, sondern kannst auch einen Blick hinter die Kulissen eines Verlags werfen. Team Lux und unsere Autorinnen liefern zudem hilfreiche Tipps bei Rückschlägen und Schreibblockaden. So wollen wir dir die Angst vom weißen Blatt nehmen und den Mut geben, das erste Wort auf die Seite zu setzen. Das Buch für alle, die das Schreiben lieben, von Team Lux für dich. Und ja, das klingt eigentlich ganz cool. Also sowas wie Schreibblockaden, Angst vor dem leeren Blatt, sowas habe ich persönlich ja nicht. Weder beim Schreiben noch beim Zeichnen oder bei sonst was. Aber ich weiß, dass viele Leute das haben. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Tipps kann man nie genug bekommen. Aber ja, generell, wie man eben dran bleibt, das wären für mich so die wichtigen Tipps. Denn das ist mein Problem. Ich habe viele Ideen, ich fange an mit dem Schreiben, bleib aber nicht dran, weil Job, Privatleben, andere Hobbys, Interesse und Co. dazwischen grätschen. Und ja, da wäre eigentlich ganz cool, wie man sich so einen Plan erstellt, wie man dran bleibt, täglich weiter zu schreiben, auch wenn es stressig ist im Alltag. Aber vielleicht ist sowas ja auch drin. Auf jeden Fall werde ich das Buch, glaube ich, mir zulegen. Ich weiß nicht, ob sofort. Es wird 272 Seiten haben. Also ja, leider ist es eher dünn für den Preis, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn es wirklich hilfreiche Tipps sind, vor allem wie man eben auch einen Fuß in die Verlagswelt setzen kann, wie man das schafft, ist natürlich mega, mega schwer, aber es klingt toll. Es ist ein interessantes, spannendes Thema für uns Buchverrückte. Sowieso viele, die viel lesen, schreiben selbst oder wollen früher oder später ja auch selbst schreiben. Und deswegen, ja, echt eine coole Idee von Lux, muss ich sagen. Und am 29. April kommt dann natürlich auch Reguläres noch im Lux Verlag raus. Und zwar einmal von Morgan Mocombre, das neueste Buch. Da freue ich mich ja mega drauf, Leute, weil die letzten drei Bücher von ihr waren für mich alles 5-Sterne-Highlights. Ich liebe ihren Schreibstil, ich liebe es, wie sie moderne, wichtige Themen in die Bücher verbaut und verwebt, ohne dass das jetzt so bekehrend mit Fingerzeig wirkt. Ob das jetzt Feminismus ist, Gleichberechtigung für Homosexuelle, was auch immer. Ja? Also sie baut alle solche Themen und noch viel mehr ein und es macht einfach Sinn und Spaß und es ist alles nachvollziehbar, wie sie das schreibt und beim Lesen fühlt man sich eben nicht da irgendwie, ja, besserwisserisch bekehrt. Sowas mag ich nämlich nicht. Also sie macht und kann das wirklich toll. Und das neueste Buch heißt Bet on You und hat auch wieder eine ganz eigene Thematik, die ich noch nie in einem Romance-Buch gelesen habe und deswegen bin ich schon Feuer und Flamme für diesen Titel. Und zwar Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Wenn es eine Sache außer ihrer dunklen Vergangenheit gibt, die Rose und Levi gemeinsam haben, dann ist es Poker. Sie wurde mit einer besonderen Gabe geboren. Er hat weltweit in Casinos gespielt, um eines Tages der Beste zu sein. Nur einer steht ihm dabei im Weg. Tito Ferragni. Doch Levi ist sich sicher, dass sein Erzfeind betrügt. Er schmiedet einen Plan, denn nur einer kann die Weltmeisterschaft in Las Vegas gewinnen. Dafür hat er sich eine Geheimwaffe besorgt. Die hübsche, raffinierte Rose weiß immer ganz genau, wer blufft. Zwischen den beiden knistert es gewaltig, aber Rose spielt nicht mit offenen Karten. Und schon bald ist Levis Einsatz weitaus höher als erwartet, nämlich sein Herz. 448 Seiten. Ich werde das lieben, ich will das sofort haben und auch lesen zeitnah. Wie gesagt, die Autorin hat sich zu einer meiner Lieblingsautorinnen mittlerweile gemausert. Und jedes Buch wird ja noch toller und noch besser von ihr. Das muss ich ja wirklich immer wieder betonen. Also ich habe da Hoffnung, dass auch das mich wieder begeistern wird, umhauen kann. Das Thema Poker, Casino, Las Vegas, Lügen, Betrügen, Bluffen. Ich find's geil. Ich find's toll.
das ist irgendwie mal so ein bisschen frischer Wind in diese Liebesroman-New-Adult-Ecke, wo es so viele Bücher gibt, die eigentlich immer das Gleiche oder Ähnliche thematisieren. Das ist frischer Wind, das ist das, was ich in Romance möchte, neue Themen, die da verwoben werden. Und das wird bei Bet on You so sein, dass das in Las Vegas spielt, finde ich klasse. Die Kulisse der Casinos wird sicher toll von ihr beschrieben und natürlich, dass die hier alle Geld verdienen wollen und sich alle da betrügen und eben blaffen beim Spielen, wo es nur geht. Ach, das wird Spaß machen. Und dann eben auch noch die Liebesgeschichte dazu und auch die beiden Charaktere, was so hinter ihnen steckt, wer sie so sind, sie kennenzulernen. Ja, ihr seht, ich bin Feuer und Flamme und das wird vom Lux Verlag mein Highlight des Monats werden tatsächlich. Ja, weil es kommt nicht ganz so viel Must-Buy vom Lux Verlag im April raus, was gut ist, weil im März war es ja wirklich eine Wucht. Aber das ist wirklich so das Buch, wo ich sage, das brauche ich unbedingt sofort, weil es ist Morgan Mocombre und klingt wieder mal was neuen, frischen und ja, mega interessant. Und am 29. April kommt auch noch im Lux Verlag raus More Than Words von Mia Sheridan. Wunderschönes Cover. Auch hier finde ich toll, passend zu dem vorigen Buch von ihr, das auch eher düsterer für ein Liebesromanbuch daherkam. Und auch dieses hat, obwohl es ja sehr viel Weißanteile und auch diese rosa Blumen hat, unten mit diesen dunklen grau-blau-grünen Farben und diesen Goldsprenkel, so einen düstereren, melancholischen Touch. Und das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und ich habe das vorige Buch noch immer nicht gelesen. Ich habe es begonnen und nach dem ersten Kapitel weggelegt. Es ging sich dann wieder nicht aus. Ich muss das jetzt wirklich lesen, weil dieses Buch jetzt, More Than Words, klingt vom Klappentext noch viel mehr danach, dass das was für mich ist, als das vorige Buch. Und zwar geht es darum: Als Teenager teilten Jessie und Kellen ihre Träume und Hoffnungen miteinander. Doch dann verschwand Kellen einfach aus Jessies Leben. Später erfährt sie, dass ihm der Durchbruch als Filmkomponist gelungen ist. Sie ahnt jedoch nicht, dass Kellen auf dem Weg ist, sich selbst zu zerstören. Als sie sich zufällig in Paris über den Weg laufen, ist die alte Anziehung sofort wieder da. Aber Kellen erkennt sie nicht. Tief verletzt stürzt sich Jessie in ihren neuen Job als Übersetzerin. Doch als sie in dem Chateau an der Loire ankommt, wo ihre Forschungsgruppe untergebracht ist, läuft sie als erstes Kellen über den Weg, der hofft, dort endlich die Inspiration für seine Musik wiederzufinden. Und ich finde, dass das so toll klingt, weil er ist nicht nur irgendein Komponist, er ist Filmkomponist und damit hat man mich ja schon, das finde ich mega spannend, dass er da beim Film eben arbeitet, beziehungsweise zum Film die passende Musik komponieren muss und auch, dass sie da in einem Forschungslabor Forschungsgruppe untergebracht ist. Da weiß ich auch nicht ganz, was das denn genau jetzt ist. Sie ist auf jeden Fall Übersetzerin, auch was, was man jetzt nicht jeden Tag in dem Buch liest als Job, also schon spezieller. Und ja, dass er sie nicht wiedererkennt, da frage ich mich wieder, wie kann das sein, ja? Aber es wird ja hoffentlich eine Erklärung dafür da sein. Berühmter Komponist Bad Boy, der Junge, den sie nie vergessen konnte, steht noch oben drüber. Ja, Bad Boys mag ich jetzt nicht so, aber ja, ich will das Buch auf jeden Fall lesen. Es spricht mich an. Es könnte wirklich mega was für mich sein, aber das vorige Buch steht da noch und lächelt mich aus dem Subregal an. Es wird also Zeit, das endlich zu lesen. Und das war's, ihr Lieben. Ich habe mich eh schon wieder wund gelesen und gesprochen hier in diesem langen Video. Das waren die Neuerscheinungen April 2022. Es sind ja schon wirklich einige interessante, ansprechende Schätzchen dabei. Man kommt nach wie vor weder mit dem Bestellen, Kaufen, als auch mit dem Lesen der Bücher hinterher. Einerseits ist es natürlich gut, dass viel Interessantes, Tolles rauskommt, bevor nur Mist erscheint und man nicht weiß, Was will ich denn da davon lesen? So ist man Feuer und Flamme und gehypt, also mir geht es zumindest so, aber man kommt einfach weder finanziell noch zeitlich beim Lesen in den Büchern hinterher. Das ist also irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Wie ist das bei euch? Welche der Bücher sprechen euch an? Wie viele wollt ihr unbedingt im April gleich kaufen und lesen? Welche der genannten Titel dürfen bei euch einziehen? Und bei welchen sagt ihr eher, ach, da warte ich noch oder interessiert mich vielleicht gar nicht, spricht mich gar nicht an? Schreibt mir alles in die Kommentare unten rein. Ich lese wie immer alles.
Ich kommentiere alles zurück. Ich freue mich mega, wie immer, auf jede Rückmeldung und auf Austausch mit euch, ihr Lieben. Ich danke euch auch wie immer sehr beim Zusehen bei diesem langen Neuerscheinungsvideo. Starten wir lächelnd, voller Vorfreude in den sonnigen, warmen April rein. Es wird ja endlich wärmer draußen. Und für Buchnachschub ist auf jeden Fall auch im April weiter gesorgt. Ich danke euch fürs Zusehen bei diesem Video und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Würde mich mega drüber freuen. Bis dann. Tschüss.